Hi, ja, und herzlich willkommen zu Furious Let's Drive, was heute mehr ein Let's Walk wird, weil ich nämlich heute Vormittag kurz aufgenommen habe, um was es mir gerade aktuell so geht. Da war ich mit dem Hund unterwegs und habe das jetzt hier nicht im Auto aufgenommen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Geht ein bisschen um den Kanal und was es so Neues geben wird und ein Projekt, wo ich mich dran beteilige. Also schaut es euch an. Bleibt bitte auch bis zum Schluss, weil hinten raus sage ich nochmal was, weil wie es immer so ist mit spontanen Aufnahmen, man vergisst immer ein bisschen so die Hälfte ungefähr. Deswegen, ja, bitte bleibt kurz dran, schaut es euch bis zum Ende an und genau, viel Spaß mit dem Video. Hi und herzlich willkommen wieder hier. Mal ein bisschen privat gelabert heute wieder. Deswegen heute keine Let's Plays mit Biss. Aber es geht um den Kanal so ein bisschen und was so gerade im Moment passiert und das wollte ich euch einfach mal ein bisschen persönlicher mitteilen, sonst immer nur über Twitter. So, ihr seht davon irgendwo den furiosen Hund, ja, der macht sich gerade gemütlich hier auf dem Berg. So, also, um was geht's? Ich habe ein paar Punkte, nicht viele, aber ein paar. Zum einen geht es jetzt erstmal um The Bard's Tale, also mein aktuelles Let's Play, bei dem ich im Moment so das Hauptaugenmerk drauf habe. Leider macht mir Apple im Moment so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Ihr, die bisher die Videos geguckt habt, fleißig, habt schon mitbekommen, ne, dass mein Controller immer wieder mal gesponnen hat. Und mittlerweile ist es auch amtlich, da hat Apple was in seinem aktuellen iOS verbuggt. Und ja, es gibt im Moment schon so ein paar neue Releases von der 10.1, aber die haben im Moment noch keine Besserung gebracht, leider. Aktuell ist es so, dass die Beta 3, die im Moment draußen ist, anscheinend das Problem behebt. Aber sicher sein kann man sich erst, wenn der Release da ist. Deswegen, so leid es mir tut, muss ich jetzt erstmal die Bard's Tale ein bisschen einfrieren. Vergangenen Freitag war die letzte Folge bisher. Ich habe leider nicht mehr vorproduzieren können, weil ich einfach mit dem Controller nicht mehr arbeiten konnte. Und so, ihr habt das ja in der letzten Folge, glaube ich, auch mitbekommen, so mit auf Display gucken und mit der Hand steuern ist einfach Kacke. Da macht mir das Spiel keinen Spaß und ja, die Facecam bringt da auch nicht mehr viel und das ist einfach unrund und so will ich das Ding nicht rauslassen. Deswegen bitte ich ein bisschen um Geduld. Im Dezember soll die Beta 3 einen Release bekommen, vielleicht noch eine Beta 4 oder 5. Deswegen rechne ich mal damit, dass im Laufe des Dezember da auch wieder neue Folgen kommen. So, das sind so die schlechten Nachrichten. da bin ich ja selber schuld, ne? Wenn ich mich für Apple entscheide und da drauf baue, bin ich selber schuld. Na ja, egal. Das nächste ist, ich mache beim YouTuber Adventskalender 2016 von The GameQT mit. Ich packe euch mal hier drüben in die Infobox seinen Kanal und auch sein Video, was er als Teaser aufgenommen hat, was ziemlich cool geworden ist, auch qualitativ finde ich sehr geil, dass ich so ein bisschen ankitzeln soll zu dem ganzen Thema. Es geht im Endeffekt grob darum, 24 YouTuber, die sich freiwillig gemeldet haben, da an dem Projekt mit teilzunehmen. Was macht denn der von da? Ja, die 24 YouTuber sind aus unterschiedlichsten Ecken und jeder erfindet so eine kurze Story, ungefähr eine Minute lang vielleicht. Also die einzelnen Videos, die da pro Adventskalender erscheinen, werden euch nicht allzu lange aufhalten, aber es wird sehr amüsant werden, weil nämlich jeder von dem anderen, nachdem er kommt quasi, also der vor mir kommt, hat eine Geschichte geschrieben. Und ich hänge mich nahtlos an seine Geschichte dran, kenne aber die Story der anderen vorher nicht und weiß auch nicht, was der nach mir schreiben wird. Ja, hier, okay, alles klar, muss ich mir nur merken. Da muss ich ja nochmal vorbei. Und ja, genau, und da ist es eben so, dass dann daraus alles entstehen kann. Eine Horror-Story, eine lustige Geschichte, neue Charaktere, die plötzlich nicht da waren. Also wird ziemlich wird, aber wird spaßig. Also ich freue mich schon drauf. Ich selber werde voraussichtlich am 4. Dezember
meinen Auftritt hier haben in diesem Adventskalender. Aber da informiere ich euch dann nochmal über Twitter. Ja, und alles Wichtigste noch, der Litarian von Litarian TV, Gänsemore, hat ein neues Infovideo rausgebracht, wo es auch um das Halloween Special geht, das ich ja auch mitunter angekündigt habe. Das wird sich noch ein bisschen verzögern, der Marc hat da ein bisschen Privatstress, aber das erklärt er euch auch in seinem Video. Guckt mal hier in die Infobox, da packe ich ihn euch rein. So, das war's auch schon, soll nicht länger als 5 Minuten werden, habe ich mir vorgenommen. Deswegen, ihr seht noch das furiose Hündchen, passt schon, okay. Also macht's gut, ne? Danke fürs Zuhören und ich hoffe, die Infos waren nicht so schlimm und nicht so gut. Macht's gut, ciao. So, das war's also mit dem Hauptvideo erstmal, wie versprochen. Und ja, guckt noch bitte, jetzt kommt die Ergänzung hinten raus, noch bei Marc bitte auch in dieses Video rein, unser Vlog-Video. Da bringt er auch einen kurzen Teaser zu diesem Halloween-Abo-Special. Und da könnt ihr mal sehen, was euch so erwartet. Qualitativ finde ich sehr geil geschnitten und es ist da echt was Gutes gelungen vom Material her auch und so, wie ich finde. Also schaut doch mal hier auch beim Italian vorbei. Ziemlich geiles Video. Und ja, das von der Seite her war es das auch schon von den Ergänzungen. Hier unten könnt ihr mittlerweile abonnieren, ne? So diese Endcard. Hier drüben findet ihr das Video von GameQT. Hier unten verlinke ich euch das Video von Marc nochmal mit rein. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und genau, ihr kennt es ja, ein Abo, ein Däumchen, wäre ein Träumchen. Also, danke fürs Reinschauen. Macht's gut, euer Furious. Bye, bye.